Was geht, Leute? Mein Name ist Aaron Fox und heute spielen wir Captain Toonhead vs. The Punk from Outer Space. Langer Text für ein Tower Defense, aber dazu kommt noch eine Prise Toonish und eine Portion Wahnsinn. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Nach mir so geht's los, bis gleich. This again. A few months ago, something interrupted a global address from the WTS president. Thank you, thank you. We've gathered tonight to celebrate a full decade without Nicholas Voorhees, without the Earth's last dictator. You all know the story. 10 years ago, we toppled his regime and exiled the bastard to one of our landfill planets. We, of course, thank our garbage space agencies for solving our trash issues by making the landfill planets. By the way, we hope those have made life very uncomfortable for Voorhees. Oh, my God. Who did this to our moon? Of course, it must be Voorhees. Major General Troutman has already dispatched a team of our finest heroes. Look at them go. Nothing can stand in their way. And they are currently halfway there to stop Voorhees and save our beloved planet Earth. For more details, read the United Earth Times, your only newspaper worldwide. Good luck, mighty heroes. And that was our special news report. Now back to our usual programming. And now, we briefly interrupt our usual... Finally, our tunes. Okay. Captain Toonhead vs. The Punks from Outer Space. Cartoons und viele Easter Eggs. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. What the fuck? Ich war an einem Foto zu sehen. Man sieht kein Gesicht. Das muss wohl ich sein, weil man auch diese Hammer gesehen hat. Also es wird auf jeden Fall mega cool. Viel zu sehen. Können Programm wechseln. Viel zu sehen. Aber wir gehen jetzt mal ins Spiel rein. New Game. Aha. Private Salazar. There is an emergency in the lavatory. It's urgent. It's an emergency. Clean up in aisle 4. Okay, gleich. Aber wir gucken uns erstmal hier alles an. Können wir was damit machen? Nein. Call me Toonhead all you want, but without me, you'd all explode. Elliot, okay. Wir sind Private Salazar. Aha. Vielleicht finde ich... Ich habe so das Gefühl, hier ist vieles versteckt. Viele witzige Dinge. Die man nur findet, wenn man auch wirklich drauf achtet. Schon cool. Sieht auch echt gut aus. Hab's auf 160 Super Sampling. Hab jetzt ja die i9-9900K, meine ich. Prozessor, ihr wisst, was ich meine. Oder bin ich Elliot? Elliot Salazar. Egal. Und es läuft super. Es läuft echt super. Ein paar Einstellungen habe ich noch gemacht und jetzt läuft's tadellos. Also, ich bin voll auf zufrieden. Ein paar Änderungen gibt es im Privaten. Es wird spannend, aber darüber rede ich vielleicht auch mal extern. Aber hier geht's ums Spiel. Und deswegen nicht lange aufhalten. Wir gehen. Wir moven dorthin. Oh, what have you done now? Good thing I made these turbo Mjolnirs. It's way easier to just remove this mess altogether. Mjolnir ist doch dieser Hammer von Thor. Aber frei bewegen kann man sich nicht. Snap-Turn gibt es. Ich bin mal gespannt. Was ist das für eine Riesendusche? Okay. Push back and hold. Okay, wir removen und bekommen Scrap.
Okay, wie picken wir die ab? Drauf, Herrmann. Okay. Was machen wir? Eine blaue, eine grüne, eine rote? Was für eine Frage? Natürlich in Rot. Elliot Salazar. Also, das ist unser Name. Brains over brawn, every time. Quick, lauf du halt in der Toilette. Hey, what's going on? We're having a burrito. Warm! Don't do it! The microwave is still broken! Oh. Oh. You did not just put a burrito into that microwave. Nee, oder? Oh my god, I told them a million times the microwave is broken and I can't fix it. I mean, I could fix it, but it's a union thing. Switching my energy field into a burrito containment shield. What? Sending full damage report to WTF headquarters now. Das waren die Helden, oder? Oh oh. So, muss ich da rangehen? What have you done, Private? You are only halfway there and all our soldiers are dead! I can fix it, sir. You can count on me. Pardon me if I don't share your optimism, Private. Sir, I'm a janitor. I'm well aware, Private. And we're going to a trash planet, sir. I'm not following with you. Oh. Anyway, we don't have time or personnel for another attempt. Do your duty, Private. Private Salazar, you have been promoted to captain of this mission. Toll. This feels very wrong. Yeah. 4 Monate später. Ja. Okay, Captain Toonhead. Let's try the training simulation again. No problem, Janine 5. Collect Janine 5 with your hammers. Boop, boop. Now look at the back okay. of your hand. Das haben wir schon mal. I have 50 scraps. Okay. That's not enough. Sieht nicht safe aus. Press and hold the buttons so your hammer travels further away. Good. Now okay. install one of those crazy turrets you designed in the slot in front of you. Aha. Da-da. Toon rats, Janine 5. Look at her go! Isn't Aha. she a work of art? If you say so funktioniert das also. Now, teleport to your Toonret. Yeehaw! Okay, so läuft der Hase. Switch to your regulation Brent X blaster and help your Toonret. Say hello to my little friend. Ooh! What have you done to the blaster? I've given them a bit of panache and a dash of personality. Okay, you're the captain. Try to eliminate 5 targets. Ich mach's ja alle fertig. This is progress. You've never got alles einsammeln. Loot. Now, use your Eagle View rocket boost so you can see the other turret. I mean turret below. B. I see it now. Should I teleport Aha. to it? Overview von oben. Kann man hin und her switchen. Aha, I see. Wir können wechseln. Mhm. Training finally complete. Hit the target in front of you to complete the simulation, Captain Toonhead. Hit the target. Captain Toonhead is a captain indeed. Aha. It seems you are now technically ready for deployment. Let's look at the map of landfill planet number E209. Pizza. Ausgewogene Ernährung. Schade, dass ich nicht frei mich bewegen kann. Ich würde die gerne anschauen. Die Helden. Das ist meine Rüstung scheinbar. Aha. Bewa Damage, gut, das wussten wir. Haben wir ihnen gesagt? The Earth Radicator 1000. How do you know its name? Da steht's. Look out of the window, Janine.
Whatever. By the way, do you need to wear that TV on your head? Yeah. God, let me be me, Janine. Yeah. Respektiere meine Autorität. This is how you look. This is what I have to look at. That's a problem. How? Beat me down already. I'll take that garbage can in apart. Not so fast, Elliot. The planet's readings suggest a multitude of mild energy sources. They seem too weak to power such a weapon, but strong enough to mess with my scanning software. Start with reconnaissance here and see what we're dealing with first. Okay, Janine. Mm-hmm. So, this golden disc will teleport me there, right? Right. Just place your hammer on the deploy disc for a few seconds. Good luck, Captain Toonhead. Beretta. Okay. Let's fucking do this. Oh. Here we go! Aha! Oh, the smell. Bunt. It's terrible. And everything is covered with trash. It's okay. A landfill planet. What did you expect? Eben. Okay, das sind also unsere... A cube with a body. Oh boy. Oh, what the... Aw, cubes that talk? What are you guys? We are Enercubes, and I'm your humble servant, Flynn. This is our home, and some punks are stealing our people. Help us, oh glorious angel. Sure, I can take you to my mission ship. You will be safe there. Janine, can you arrange the transport vessel? We don't have any... Oh, you mean your pizza rocket? If it can absurdly go around the ship to fake a delivery, I guess it can work for this too. Uploading the design to your hammers now. Ah. There it is. Let me start the launch sequence. While it charges, I'll defend you, my new friends. Uh-huh. Defenden. Okay. What an A-letter day it is. I must tell others about your presence. Tell me, oh chosen one, what should we call you? You can call me Captain. Captain Toonhead. Well, thank you, Captain Toonhead. What a wonderful time to be alive. A cube with a body. Oh boy. My sensors indicate there will be enemy forces coming from that gate at the end of the Okay. path. I hacked its system to keep it closed. They won't bother you. That won't do. Let them pass. I have to inspire these cubes. Captain, los geht's. We must let Voorhees know we're a force to be reckoned with. This is an order, Janine Five. Mm-hmm. Mach schon. Fine. I'll alter it to your liking. Yes. But install some defenses first. Ja, okay. Das Collecten. Okay. I guess I can install a tune. Machen wir dahin. Wie viel haben wir denn? Dachte, du kannst mir anzeigen, wie viel Scraps sind. Ja, okay. Or there. Good. When you are ready, hit the enemy gate and I will let it open. Ja, komm, durch geht's. Don't let that WT. What do you mean? Okay. Well, attack then. Pa. Draufbleiben kann man nicht. Scheißegal. Und Double Time. Gibt's auch Headshots? Looten. 75. 100. Los, weiter geht's. Es macht schon Fun. Das war jetzt gerade die erste Runde. Bam.
Los geht's. Ah, Mann, er hätte auch vorher das öffnen können. Aha, da oben muss ich hinmachen. Okay. Oh, der Sound ist gut. Der Sound ist sehr gut. Let's do this. Boah, gerade noch gerettet. Muss man Zeug sammeln. Ich brauche mehr. Haben wir genug? Okay. Und Feuer! We must be facing a cunning invader here. Prepare the lady! The lady! Gib auch bessere Waffen! Man verliert halt schnell den Überblick. Aber es ist halb so wild. Kann man die auch upgraden? Nee, kann man nicht. Easy! Okay. Wir können noch hier eine bauen. Wir haben genug Zaster. So, das waren alle. Dann gehen wir hier hin. Ach du Scheiße! Was ist denn das? Ein fucking T-Rex! Dinosaur? Oh yeah! Careful, Captain. It looks like that T-Rex can withstand a lot of damage. I can see that! I'll give it all I got! By the way, Janine, do you like dinos? What's your favorite? Micropachycephalosaurus. What? I thought you'd say Triceratops. I'm not that basic, Captain. Komm schon! Easy, easy, lemon squeezy! Oh! Yes! Is it over? I did it? Yeah. I did! Yes! Thank you for saving these inner cubes, Illuminous Toonhead. Can they get to safety now? And can we get the others? Don't worry, Flynn. We'll go to my ship and plan the next rescue mission from there. The pizza rocket is ready to launch. Pizza Jump rocket. In, Enercubes. Pizza rocket. Alle gesaved. Easy. Super scraps. Tschüss! Beam me up, Janini. Always wanted to say that. This reference doesn't scan. Doch. Janine, I'm home. Hello. And you brought guests from enemy territory. Yeah. Oh, is this where heroes live? Yeah. Used to.
Then they microwaved a burrito. That andere Geschichte. Are you the divine cube? I'm Flynn, your humble servant. What? I'm Janine Five. I don't need a servant. Just don't heat up a burrito. They're called inner cubes. Voorhees is kidnapping them, and we must stop it. Okay. Sure. I hope it's okay to stash them here. It is certainly advantageous. I detect a lot of energy inside these cubes. Das heißt, sie auch inner cubes. Your equipment in the weapons lab. Nice. Say what now? How exactly? Simple. We take energy from them. But it's our essence. If you take it away, we won't be inner cubes anymore. We'll be cubes, inanimate and void. Oh. Janine, we can't hurt the inner cubes. Upgraded equipment will increase this mission's chance of success, which, by the way, is currently quite low. But my people must be saved. Okay. I'll research it further using Flynn's input, Captain. Meanwhile, I've finished validating the quality of your new Toonret designs. Aren't they amazing? They passed. Maybe a demonstration will impress you. Pull them up on the screen, please. Okay, los. This Toonret should be able to slow down those punks. Aha, may I ask wichtig. Why it requires a snowman on top? Brauchen wir auf jeden Fall zum Slowen. Cool, but I'm not even going to dignify that icy question with an answer. Whatever. And your silly crowd control, Toonret, works surprisingly well. Of course it porks! Stop swining, Porcine 5. Uh-huh. AOE, area effect. Okay. Never mind. Back to our mission. Using what we have learned so far, I've prepared coordinates. Mhm, okay. Deploy when ready. Hier muss ein Slower hin. Hier und hier. Weil auf dem Weg kann er dann quasi die beiden machen. Wenn ich jetzt nur hier einbauen würde, hätte er nur diesen Bereich. Das Ding hier an den Ecken müssen die Slower hin. Dann in der Mitte, genau, in der Mitte kommt Area Effect. Würde ich jetzt sagen. Mal hier. Hier kommt der Area Effect. EOE. AOE. Dann kann er hier slowen. Und der Area of AOE kann den Bereich abgrenzen. Ja, okay, easy. Let's do this. Back in biz. Oh right, Gott. Jean, same deal as before? Das sind viele. Yes. Throw your hammers at the gate to let the enemies in. Okay. It's Turbo Mjolnir's, Janine, and I'll do that as soon as I finish installing some okay, team müssen wir rats. Thank you. Clever sein. The Fantic Cubes. Erstmal brauchen wir Scrap. Gucken mal von oben. Oh, von oben ist echt gut. Können wir auch schießen so? Ja, können wir auch. Okay, was haben wir gesagt? Wir haben 300 Scrap. Hier hinten wollte ich einen Slower bauen. Ah, da sieht man auch den Effektradius. Deswegen würde ich dann doch hier. Ja, da kommt das Slower hin. Und bauen wir hier normale Turrets hin. Oder hier hinten eher gesagt. Okay, und dann. Okay, probieren wir mal. Ob das eine gute Idee ist, das werden wir dann gleich sehen. Let's do this! It's dying time, punks. Ja, gut. Aber die Fire Rate ist gar nicht so gut. Ich weiß gar nicht, 10 Headshots? Ich glaube nicht. I
Are those jumpy things chickens? More like cyber chickens, Captain. Don't let them reach the cubes. Ich muss bauen, glaube ich. What? Chickens don't fly. Well, these cyber ones do. Ich hab doch genug. Ich hab keine Scraps. Ach natürlich, ich hab auch nichts eingesammelt. Das ist blöd. Ich vergaß, ich muss ja immer einsammeln. Vor allem, die sind dann schon weg. Oh shit! Alter! Chickens! Man braucht auf jeden Fall ein Safe-Tool. Wir brauchen auf jeden Fall einen Safe Turret. Wie viel haben wir? Wir brauchen zwei. Stuff I saw in cartoons, and then mix that with my genius. So not even from sci-fi. Hier. Und hier, und dann können wir da einen Slower bauen. Was heißt es, wenn die so leuchten? Was mit los, Dude? Oh, jetzt habe ich einen Bonus verpasst. Ich wollte wissen, was passiert, wenn. Sind die dann safe oder? Achso, sind wieder safe. Okay. Ich muss auf jeden Fall nach dem Killen oder halt rechtzeitig einsammeln, sonst sind die weg. Dass ich auf jeden Fall schnell wieder bauen kann. Hier der Slower. Da fehlen noch ein paar. Boah, das ist schon hektisch. Mir fehlt immer noch ein bisschen. Ich könnte ja auch die mit dem Hammer vernichten, aber wohl nicht. So, jetzt haben wir hier den Slower und hier brauchen wir noch einen Save Point. 15 und los geht's. Punk Army, fulfill your mission. Komm schon! Boah, hier sind die Finger. Yeah. Yeah. Oh Chicken! Nein!
Nein! Hey! Ach, die laufen dann zurück? Ja, dann ist easy. Da hat man ja eigentlich genug Zeit. Ach, und deswegen, erst in einer Minute wird's zurückversetzt. Okay. Und hier ein Tyrant mit 300 haben wir, das heißt, wir können hier Bombardement machen. Oh, von da oben ist echt schwer. Boah, sind die schnell, die Hühner. Boah, die Bombendinger sind gut. Dann machen wir hier auch ein Bombending. Scheiße. Zu wenig. Puh. Easy. Bombe. Gut, weiter geht's. Jetzt müssten wir eigentlich fast alle haben. Komm schon, Huhn! Durcheinander, aber es ist nice. War safe. Die Hühner habe ich eigentlich autonom gut im Griff. Oh. Oder auch nicht. Doch. Groovy. Chickens. Dinosaur. Was mach ich? Boom, Chakalaka. Yes. Wow, das geht in die Arme. Oh, es geht in die Arme. Da haben wir noch einen Slower. Alles am Griff.
Easy. Komm schon. Yes. Yes. Puh. Yes. Another yes. Mission. Well done. Well done. Alle gerettet. Oh, mein Arm muss ich danach retten. Yeah, yeah, yeah. Yes, plus eins. Nice. Beaming you up, Elliot-y. Beam me up. Huh? See? Doesn't scan. Aww. Something wrong here, gang? This disembodied cube voice doesn't understand divinity. Whoa, relax. We're all friends here. What's the problem? One at a time. I prepared a non-invasive survey to figure out the nature of their energy, and this one here refuses to answer seriously. You cannot expect a humble inner cube to contemplate the nature of our souls. Don't tell me what I can't expect. I was built to know things, and I know you can answer. You just don't want to. I see. I'm sure there's a way to compromise. We found one. Yes, we did. The rescued inner cubes are happy to donate whatever they can. You can upgrade your equipment now, and it doesn't hurt the inner cubes one bit. Go into your room, I mean the weapons lab, and try it out. Geil. Cool. Machen wir das jetzt noch? Ja, das machen wir noch. Gucken wir, was können wir upgraden? Aha. The available improvements are categorized in three groups. Oh, hat sich ein bisschen verändert. Aha. And Pizza Rocket. The Pizza Rocket. Will highlight the upgrades you can currently afford. Since you have enough inner cubes to execute your first improvement, I highly recommend you do so. Okay. Können wir da... Please execute the first upgrade for your blasters. Ja. Ich wollte noch mal gucken. Okay, da können wir eh noch nichts machen. Captain, please ja. Execute the first upgrade for your blasters. Your brand X will go full auto when you hold the trigger. Oh yes, be careful with overheating them. Please execute the first upgrade for your once you are yes. Done, go back to the main deck through your shabby vent. I mean the official lab entrance to your left, Captain. Können wir nochmals machen? Ja, dann können wir hier noch Level 3. Now Lady Jellybee. Can be upgrade up to level 3 and have... Okay, das machen wir nächstes Mal, denn wir müssen jetzt leider auch die heutige Folge beenden. Ich hoffe, das speichert. Muss ja. Ja. Ab zu Atmod. Captain Toonhead versus the Punks from Outer Space. Ich bin positiv überrascht. Es ist mehr als nur ein Tower Defense. Es hat Witz. Es hat Action. Es strengt meinen Arm an. Mir gefällt's. Ich bin dabei und ich werde weiterspielen. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Dieses Tunische, das ist gut. Es fühlt sich gut an. Bis zum nächsten Mal, euer Anon Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.